Riesenapplaus für die großartige Maite Kelly, begleitet am Piano von Rick Engelhardt. Großartig. Du Schuft. Auch einfach mal auf dem Stuhl erst sitzen, reden, rübergehen, singen. Toll. Ja, und dann und live singen. Live singen. Ja. Ich glaube, dein Mikrofon. Dein Mikrofon. Wir reden in der Zeit kurz dabei, über Schufte. Was dagegen? Ich komme jetzt zu dir, Soundman. Das ist Soundman. Ich glaube, dein Mikrofon hängt hinten am. Ja. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dir. Wir können doch schon mal über Schufte reden. Ja, wir können auch einfach noch mal Dankeschön sagen an die musikalische Begleitung. Man vergisst es auch einfach mal. Noch mal Rick Engelhardt am Piano, vielen Dank. Die großartige Maite Kelly. Darf ich das jetzt einfach so machen? Auch kannst du? Hallo? Na? Auch mal für unser Ton. Auch gerne. Einfach auch fürs Team. Wir klatschen einfach mal für alle. Meine Töpfe, Petra, die schneide ich auch gleich ab. Gerrit, wir können ja in der Zeit mal über Schufte reden. Da sieht man, hinter der Bühne, ja, sind die wichtigsten Menschen, nämlich die Herzen, die das möglich machen. Danke dir. So nett war ich noch nie zu dir, ne? Sie hat echt. Sorry, ich bin nur auf der Bühne gut. Alles andere bin ich chaotisch. Aber ich hoffe, ich bin gut auf der Bühne. Aber ist es eigentlich so ein autobiografischer Song? Erlebt man was und singt man dann über Schufte? Ist die Mehrzahl Schufte? Schufte? Ich kenne mich aus. Schufte. Über ein Schufte. Es fließt immer ein bisschen autobiografisches in allem, was ich schreibe, rein. Ich schreibe ja auch hauptsächlich im Schlager auch für Paare, die Disco Fox zusammen tanzen. Und es ist mir immer sehr wichtig, dass das Paar, dass sie gemeinsam diesen Song toll finden. Und mir ist mal aufgefallen, ich hatte natürlich auch Beziehungen in meinem Leben. Und das, es gab einen, da habe ich mal gesagt, du Schuft. Und der fand das, umso mehr ich Schuft gesagt habe, umso. So, und das, diese Erfahrung ist so ein bisschen reingeflossen. Der Song ist sehr beliebt bei den Disco-Fox-Tanzpaaren. Und natürlich, Männer sind anders. Und das ist auch gut so. Und manchmal sind sie vergesslich. Gerade dann, wenn wir ein rotes Kleid anhaben, uns wirklich schön gemacht haben, sind sie zu spät. Oder sie haben wirklich alles getan, haben sich auch gar nicht gemeldet, weil sie gedacht haben, ich komme irgendwann, auch wenn es 2 Stunden später ist, ich komme. Und da sind wir Frauen anders und es ist aber trotzdem schön, wenn man sieht, also ich finde, die gesündesten Paare haben einen sehr gesunden Humor. Immer Grundlage und für immer, jede Beziehung. Immer wenn dann der eine sagt, ich weiß auch nicht, warum ich den so liebe, aber es geht ja nicht anders. Ja. Dann weißt du, das ist ein gesundes Pärchen. Ja. Und wenn beide immer sagen, oh, er ist so toll und er ist ein Heiliger, dann weiß ich, dann denke ich mir, da stimmt was nicht. Aber wenn die Frau sagt, der macht mich wahnsinnig, aber ohne den geht's auch wieder nicht. Dann weiß ich irgendwie. Und da mit diesem Humor kokettiere ich sehr, sehr gerne und habe da meine Freude dran. Hast du einen Tipp für uns, so, was so Schuftvermeidung anbetrifft? Auf was sollte man achten? Na, es gibt Unterschiede zwischen Schuft und Schwein. Gibt's da Unterschiede? Also ein Mann, der natürlich die zweite Variante ist. Ich weiß es nicht. Ich versuche, meine Töchter werden ja älter, einfach zu sagen, wenn ein Mann dich nicht respektiert und vor allem, wenn du ihn, Fehler machen wir alle, aber wenn du ihn darauf hinweist, dass das über deine Grenze geht, dann ist das kein Schuft mehr, das ist ein Schwein. Und halt dich von ihm fern. Dein letztes Album, Hello, war wochenlang auf Platz 1 mit deiner aktuellen Single Für Gefühle kann man nichts. Bist du seit 5 Wochen auf Platz 1 der Airplay-Charts. Wenn man so einen Song schreibt, merkt man denn schon beim Schreiben, weil du hast ja vorhin auch erzählt, dass du auch nachts schreibst am liebsten oder ein bisschen später, merkt man denn beim Schreiben schon, das wird ein Hit? Es ist sehr wichtig, mit einem reinen Herzen zu schreiben. Also ich wage mich nie zu glauben, dass es ein Hit, weil das ist nicht meine Aufgabe. Das Publikum entscheidet, was es liebt. Man kann nur mit Liebe ein Werk erschaffen und es so ehrlich wie möglich auf Papier bringen. Nichtsdestotrotz, man darf auch nicht vergessen, wofür man schreibt. Also, ne, wie ich jetzt gesagt habe, ich schreibe für Disco-Fox-Paare. Wenn ich Videos auf meine Stories sehe, wie Paare, dann gerade, es gab so eine der schönsten Videos, war ein Paar, die hatten einen Friseursalon und bei denen war es immer so, die haben immer aufgemacht einmal und dann wurden sie überflutet so und dann waren sie wieder zu
Und sie waren, es war so ein Pärchen, die haben dann abends, sie waren wirklich K.O., haben noch alles weggefegt und haben dann gefilmt, wie sie zu meinem Lied getanzt haben zusammen als Paar, um einfach als Pärchen Zeit zusammen zu verbringen. Und ich werde es nie vergessen, ich war bei einer Hochzeit, das war ganz am Anfang, wo ich wirklich ins, ich habe immer Folklore, Country geschrieben, als ich wirklich dieses brachiale Übergang zu wirklich Schlager mit Wumms gegangen bin, da hatte ich Warum hast du Nein gesagt geschrieben. Und ich war auf einer Hochzeit von einem Freund von mir und da waren, er ist Polizist und da waren wirklich gefühlte 200 Polizistenfreunde. Und wenn alle Polizisten mit ihren Frauen Warum hast du Nein gesagt tanzen, dann weiß nicht, was du machen sollst. Weinen vor Glück oder weinen vor Rührung oder lachen, bis der Bauch auch dich dazu bringt zu weinen. Also das gibt kein schöneres Gefühl für mich als Handwerker, weil ich bin Handwerker. Von A bis Z, als wenn das, was du gemacht hast, diese verrückte kleine Idee mit den verrückten kleinen Wörtern, wenn das zu Lebensmomenten wird für Menschen, die unvergessliche Erinnerungen auch. Also ich darf die Begleitmusik sein von Erinnerungen und das ist das Schönste, was es gibt. Also für mich. Nee. Natürlich ist es ein Handwerk, aber du hast auch immer, was ich in Vorrecherche natürlich gehört habe, du hast immer ein Aufnahmegerät dabei. Also trägst du das, hast du das immer und wenn du eine Idee hast, singst du das rein, sprichst den Text rein, die Melodie. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist einfacher jetzt, weil der Handy natürlich alles hat. Früher war es Kassettenrekorder, es war ein Notizbuch. Nach wie vor laufe ich, wenn es um Texte geht, analog, also mit meinem Notizbuch überall. Also die ersten Gedichte habe ich so mit 8 geschrieben. Das waren eigentlich Kinderreime, weil ich auf meinen Neffen aufgepasst habe. Und mein Vater hat damals gesagt, you are a lullaby writer. Also Kinderlieder sind auch nochmal ein ganz eigener Genre. Und dann habe ich Gedichte geschrieben, worüber meine Brüder mich wirklich gerne auch hergezogen haben. Weil die waren natürlich sehr, sehr herz so kitschig. Und ich bin halt so Liebe, Liebe, Liebe. Und dann hat mein Vater war so der große Mentor und ich hatte meinen ersten Song veröffentlicht mit 12 und mit 13 mit Roosevelt, mein erstes Hit. Aber das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe dann im Bus einfach, ich war zum ersten Mal verknallt in so einen Jungen, der hatte so eine Brille und so eine komische Frisur und der hieß auch noch Sören, also gut. Insel Fehmarn, die Sonne, ich glaube, ich habe vielleicht zu viel Sonne abbekommen und dann habe ich Roses Red geschrieben und jetzt bin ich 43 und darf 30 Jahre Hits feiern, also das ist ja, aber du schreibst ja auch für ganz, du schreibst für Roland Kaiser, ich habe eine Reportage über dich gesehen, da hast du davon erzählt, Roland Kaiser hat ein Buch rausgebracht und du darfst es nicht lesen, weil da Sachen über dich drinstehen und ich fand es sehr faszinierend, wenn man so einen Hit schreibt für jemanden und man merkt, ach, der ist gut und so, denkt man da manchmal, also bei Autoren zum Beispiel im Comedy-Bereich ist es so, dass die den besten Gag immer so gerne auch mal so für sich behalten. Ja, das ist ein Syndrom, den ich habe. Mein Manager, der verzweifelt manchmal ein bisschen, aber der hat es lieber so, er sagt, du schreibst mal bessere Lieder für andere. Du gibst auch alle die besten Songs für den anderen. Es fällt mir leichter, für andere zu schreiben als für mich. Ich habe mich nie als das Porträt gesehen, sondern immer als Rahmen. Und das ist, da fühle ich mich am wohlsten. Wenn es sein muss, gehe ich nach vorne. Aber wenn ein Künstler dann den Song ablehnt, dann sagt mein Manager, ja, dann haben wir einen Song für dich. Aber jetzt hast du wieder für Kinder geschrieben. Aber jetzt hast du wieder für Kinder geschrieben. Ja, ich schreibe natürlich auch für mich. Und die Kinderbücher, wie gesagt, das Schreiben ist so meine zweite Natur. Und das Pädagogische, die Kinderbücher sind seit fast 10 Jahre, gerade Kinderlieder sind ich könnte nicht zweit, weil es eine gleichsame Leidenschaft zu meiner Musik ist. Das Schreiben für Kinder einer der größten Herzensangelegenheiten und Handwerkerangelegenheiten. Püttchen und der Himmelskönig, da hast du eine neue Figur quasi geschaffen, kreiert. Püttchen ist die kleinste Putte der Welt. Im Himmelreich. Im Himmelreich, die auch mal gerne bei Gott auf dem Kopf rumtanzt und thront und sich mal ins Auge reinsetzt und das alles. Und du sagst, du hast eine komplett neue Themenwelt dadurch für dich eröffnen können. Ja, mit der Humme Bommel haben wir natürlich mit
fast über 25 Bücher, Britta Sabak und ich als Autorenduo, eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen mit 1,2 Millionen zusammen erschaffen. Ich spürte aber die letzten 4 Jahre, es kommt eine neue Kinderbuchfigur auf mich zu geflogen. Nachts bin ich tatsächlich aufgewacht und ich sah dann dieses eine Bild, wo Pütchen, das kleinste Himmelswesen, ganz frech auf der Nase sich festklammert und sagt, warum bist du Gott? Und dann wusste ich, er heißt der Himmelskönig. Da war einfach für mich alles klar. Und die ganze Sprachwelt, auch die ganzen Figuren, da sind zwei, aber alles war klar für mich. Bin aufgestanden, habe mich hingesetzt und habe den Rohmanuskript dann erst fertig geschrieben, als die Sonne aufging, und habe mich nicht zugetraut, daran zu glauben, dass es was Besonderes war. Ich habe gedacht, ich lasse es mal liegen. Weißt du, ich bin ein Hippie-Kind. Ich habe zwar nie was genommen, aber mein Vater hat einige Kekse in seinem Leben aus Holland gegessen. Ich wusste nicht, vielleicht habe ich ein Offset gehabt, und habe dann 3-4 Tage später dann das Rohmanuskript gelesen und gespürt, mir ist da was Besonderes passiert, was viele Autoren von träumen. Ich habe eine Geschichte gehört, also was heißt gehört? Ich höre mal Geschichten, die Leute denken auch, hört die nur Geschichten? Nee, und zwar dein Bruder Joey Kelly hat erzählt, dass du eigentlich in Berlin geboren bist. Ja, ich bin ein Berliner Kindl und wurde mit Spreewasser getauft. Leute, warum weiß man das nicht? Es ist ganz interessant. Ich bin am 4., also am Barbaratag, am heiligen Barbaratag geboren worden. Und ich habe das erst letztes Jahr in meiner Geburtsurkunde gesehen, dass ich am 24. in der Don Bosco-Heim getauft worden bin von einem Priester aus Spanien, der hieß Jesus. Also, ich glaube, das mit Berlin war eine gute Sache für mich. Wart ihr da durch einen Zufall hier? Also ihr wart ja viel unterwegs als Familie, ne, als Kelly Family. Meine Mutter hatte immer die Regel, dass nach einer Geburt man 3 Monate, sie legte das Kind 3 Monate auf ihrer Brust und hat sich nie von ihrem Kind getrennt. Das habe ich genauso gemacht, einfach um das Urvertrauen des Kindes wirklich ins Herz zu verankern. Und somit, das war, wir waren zufällig in Berlin, als sie dann gemerkt hat, so, es geht, Schatz, es geht los. Und somit sind wir im Don Bosco Heim geblieben. Wir konnten da duschen, so viel, wie wir wollten. Bei uns gab es nicht diese geteilte Waschlappen. Im Gegenteil, mein Vater war sehr, sehr darauf bedacht, dass wir, also wenn es um Essen und Hygiene ging, da war nichts zu teuer. Und Zeit, wir hatten sehr, sehr viel Zeit für das Gemeinschaft und für das Geben und für das Humane. Bist du denn auch mal eine längere Zeit in Berlin, dass du mal sagst, es ist ja auch deine Geburtsstätte, um auch deinen Kindern vielleicht das zu zeigen und zu sagen, hier ist Mama geboren? Und ich habe meinen Geburtstag letztes Jahr im Brandenburger Tor gefeiert. Ich wusste das auch mit diesem geheimen Raum. Gesagt, ach, du warst es da oben, als es so laut war. Ich habe gestampft, ich habe Disco Fox getanzt. Nein, wir haben tatsächlich im Brandenburger Tor, es war immer ein Traum, meinen Geburtstag da zu feiern. Ich hatte meinen Kindern gesagt, ich gehe eigentlich nie zu meinem Geburtstag arbeiten. Ich habe gesagt, Mädels, ihr seid aber jetzt größer. Was hält ihr davon? Ich habe einen guten Zweck, TV-Show, und die zahle dafür. Ich kriege keine Gage, aber dafür kriege ich eine schöne, teure Hotelzimmer, und wir können als Familie da feiern. Oh, dann gibt es Pfannkuchen mit Blaubeeren morgens. Mhm. Yeah, und Room Service, meinten die. Und dann feiern wir nach der TV-Show rein in meinen Geburtstag. Und die waren sofort dabei, und das war einer der schönsten Geburtstage. Die wir gefeiert haben. Wie alt sind deine Töchter jetzt mittlerweile? 16 und 14, und jetzt die Kleinste ist 8. Haben die auch dieses Kelly-Family-Gen? Weil von deinen Geschwistern, die Kinder sind ja auch auf der Bühne, einige singen auch. Haben deine Töchter auch Bock zu sagen oder einfach auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt auch? Meine große Tochter hat mir letztens gedankt, dass ich sie nicht in der Öffentlichkeit reiße. Ich glaube, wir leben in anderen Zeiten. Deswegen rede ich nicht so viel über meine Kinder mehr. Die Presse hat sie fotografiert und das ganz schlimm aufgetragen. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung, die Paparazzis. Und ich habe die verklagt mit Recht. Und ich möchte auch, dass meine Kinder in Freiheit leben. Und auch die Öffentlichkeit mit Paparazzis kann eine andere Erfahrung sein. Das hatte ich als Kind nicht. Und deswegen möchte ich meine Kinder. Danke. Sagen.
toll. Tolle Geschichte. Vielen Dank an die großartige Maite Kelly. Also, ja.